Nee, aber komm, das war auch. Es war auch ein unglaubliches Projekt, was du dir da aufgebürdet hast. Cool. Ich bin unterm Dschungel. Was? Ja, ich meine. Boah, Holzpfeile. Wow. Ja, du meinst Pitch, please. Na, eigentlich müsste ich jetzt hier nackt dastehen, weil wegen der Hitze meine Rüstung verbrennen müsste. Theoretisch. Theoretisch müsstest du dich auch grauenvoll verbrennen, wenn du eine geschmolzene Rüstung trägst. Ist jetzt in den Sinn gekommen? Nein. Siehste. Boah, ich hab fast befürchtet, jetzt würde ich mich wieder porten, weil das gerade einen winzigen Moment so geleckt hat. Du kannst genauso gut zurückkommen und mir helfen. Ich suche nach Schattentruhen, das ist der Grund, nachdem ich aus dem ich runtergekommen bin. Ich suche nach coolen Zeug, das uns irgendwie hilft. Okay, wie du meinst. Oh. Oh, hier ist ein LOL! Hier ist ein Corruption-Vieh hier unten. Wirklich? Ja. Nicht schlecht. Aha, was getötet. Alter. Dschungel auf knapp über der Hölle sieht immer richtig geil aus. Echt? Hm? Echt? Ziemlich. Weil hier ist überall Lava. Wow. Aber jetzt brauchen wir den Dschungel ja nicht. Mann, diesen übermächtigen Herrscher habe ich doch. Na gut, wir werden den Dschungel wahrscheinlich noch einmal brauchen, einfach nur um eine zweite Dschungelrüstung herzustellen. So, warum sollen wir zwei Dschungelrüstungen brauchen? Ja, nee, war falsche Ansage einfach nur. Wow. Das sind einfach so unglaublich viele. Jeder von einzelne von denen ist super schwach, aber alle zusammen sind ein unschlagbares Bündel. Die sind wie die Rote Armee. Ist gut, Erik, ist gut. Und Kristallherze. Das kommen irgendwie auch keine Schattentürme mehr, was ich irgendwie komisch finde. Kommen schon Schattentürme. Oder heißen die überhaupt so? Ich schätze ja nicht. Wir haben eigentlich gar keinen Namen. Das habe ich schon befürchtet. Wow. Aber es kommen irgendwie echt gar keine mehr. Und Alex, dein Rennweg wird sehr lang sein müssen. Ich mache ihn 500 Block lang. Hoffen wir, dass das reicht. Hoffen wir, dass du gut zielen kannst. Wo eigentlich die Ich wollte gerade sagen, die Feuerbälle, die finden ihr Ziel schon irgendwie immer. Ich meine, die Wand zu verfehlen, meinte ich eigentlich. Oh, du musst ja ist eigentlich so gut wie unmöglich. Du musst ja bestimmte Stellen treffen. Die Augen zum Beispiel. Die Augen. Und so, Saphire. Ich habe jetzt einfach mal so einen billigen Weg hier gepflanzt. Ja, warum nicht? Außer Stachelbälle und Granaten habe ich nichts, womit ich hier voller Flasche eigentlich besonders gut attackieren kann. Hast du nicht dein Dornchakram? Nein, das habe ich aus Versehen nicht mitgenommen. Wollen wir sie jetzt wirklich in diese Aufnahmesession wirklich legen? Au! Ich weiß nicht. Ich finde es sehr sinnlos, die jetzt anzugreifen. Ja, das lustig ist auf jeden Fall. Alter! Chill mal, Fledermaus! Alter, komm jetzt nicht mal zurück. Dann machen wir einfach mal eine Werfen-Effekte. Just for fun, Voodoo-Puppe in die Lava. Just for fun, Voodoo-Puppe in die Lava werfen. Nein. Ja, der Nervenkitzel, ja. Der Nervenkitzel am Sterben. Der Nervenkitzel des Extremsports. Am sicheren Tod ist wenig Nervenkitzel ab. Ja, ein dritter Feuerball. Nein! Und jetzt portet er sich. Sag ich doch. Na? Aber ey, hier kommen keinerlei Schattentürme mehr. Ja, ist gut, jetzt komm zurück. Nein, warte, es müssen noch welche kommen. Können doch nicht alle nur im Zentrum liegen.
Was denn doch? Das ist irgendwie komisch. Wo liegt denn der Sinn da dahinter? Das ist Terraria, Erik. Vergiss nicht. Gut, dann forme ich hier eben nur noch ein bisschen Zeugs aus Töpfen. Oh, Kristallherz. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich jetzt dieses komische. Diese Defoil-Patch habe und dass ich mich damit viel besser. Oh, vorbereiten kann. Ja, das vergesse ich auch ganz gerne mal. Wow. Oh, ich bin am westlichen Rand der Welt. Dann perfekt, dein Arsch hier! Und es kommen wirklich keine Schattentürme mehr. Oh, ein Mana-Stern. Den ganzen Scheißweg wieder zurückrennen mit einem Imp auf meinen Fersen. Und lauter Loot, den ich überhaupt nicht eingesammelt habe. Alter, ich glaube, ich das nächste Mal in die Lava falle und 2 Sekunden drin bleibe. Soldat, das mit mir. Holen Sie unseren Marine da raus. Schon passiert, Sir. Was zur Hölle? Das sind Granaten, oder? Ja. Und wie steht's mit dem Laufweg? Den baue ich da nicht. Ich habe den bloß da vorne hingebaut, 500 Block. Und das war's mit mir. Oh Gott, Erik. Ach, heul rum. Magischer Spiel. Du wolltest unbedingt vor mir wieder oben sein. Also, vernichten wir jetzt die Wall of Flesh endgültig, um die Welt von diesem Übel zu befreien. Und in ein noch größeres Übel zu stürzen. Ja, denn meine Diktatur. Ja. Ah. Ah. Weißt du wirklich, das ist ein kleineres Übel, Alex? Haben wir wirklich alles, was wir brauchen? Alles, womit wir gut kämpfen können? Chakra. Hast du Obsidianhauttränke? Wirklich. Das wäre sehr praktisch. Wenn wir aus was in die Lava fallen, wäre das nicht gleich unser Todesurteil. Ich nehme 2 mit. Du kannst die restlichen 3 haben. Gut. Ich falle ja auch häufiger in die Lava. Kannst du die ruhig nehmen? Wo sind sie denn? Ja. Ich habe nicht aufgepasst, in welcher Truhe. Erste goldene Truhe hier rechts. Ah, ja. Gut. Alles klar, ich nehme einfach mal. Oh Gott, das kann man einfach. Ich mache noch einen finalen Cliffhanger-Aufnahmestopp. Und so machen wir uns auf, die Wall of Flesh zu töten. Den härtesten Bossgegner im gesamten Spiel. Nein. Na, meinst du wirklich, die Gegner nach dem Hardmode sind härter als der Hardmode-Bossgegner? Es gibt noch den härtesten Endboss und der ist nicht die Wall of Flesh. Einen, der härter ist. Einen, der härter ist? Kennst du nicht den Cyber-Skeletron? Ja, ist der wirklich härter? Warte mal. Ja, das ist der härteste Boss, den es gibt und der kommt auch am kompletten Ende. Okay, so. Aber, ist der wirklich so viel härter? Na gut, ihr seht, wir werden noch etwas zu tun haben, nachdem wir die Wall of Flesh besiegt haben. Dart. Nun. Du hast Schaden genommen. Auf zum Sieg oder zur Niederlage. Okay, erstmal noch Leben regenerieren, bevor wir die reinschmeißen. Jo. Echt, hier ist bei mir ein Lebenspunkt. Okay. An dem westlichsten Punkt. Ich sag, wir schmeißen sie hier rein. Nein, am westlichsten Punkt haben wir viel mehr Zeit, sie zu bekämpfen. Nee, Nein, komm, Erik. Komm, wir gehen hier hin. Das ist besser. Glaub mir wirklich. Glaub mir. Ich glaub dir, aber nach dem, was ich da drüben gesehen habe, war einfach nur, dass da Lavaseen so groß sind, dass ich dann weder mit Wolke und mit Stiefeln rüberkam. Naja, wir gehen da jetzt auch nicht rüber. Wir bewegen uns von dem Kampfort ja nur noch nach Osten jetzt. Okay.
Okay. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt die Ehre. Oh, scheiße. Oh, Mann, ey. Ah, meine Corruption-Feature. Wird mir euch nirgendwo los. Okay. Alex, dir gebührt die Ehre der Opferung. Ich will erstmal voll Life haben, bevor ich die. Ja, okay. Und trink einen beschissenen Heiltrank. Nein, die brauche ich noch für die World of Light-Geschichte. Du kannst das sowieso cooldown. Du kannst nicht all deine Heilträge dann verbrauchen. Flup. Du nimmst jetzt einen Heiltrank. Du kannst nicht warten, bis er sich voll regeneriert hat. Das wird ewig dauern. Nein. Komm, Alex, sei vernünftig. Bin ich doch immer. Du hast 200 Leben, weißt du? Oh. Oh, oh nicht. Autsch, Leute, was war das denn? Verstehst das Problem? Wir nehmen hier permanent Schaden. Jetzt hast du Scheiße gebaut. Wieso ich? Du hast irgendwas geschluckt. Das wollte ich auch. Ach so, na dann. Na meinetwegen. Und denk dran, wenn wir beim Kampf gegen die Wall of Flesh den Spiegel verwenden, sind wir instant tot. So? Ja. Also denk nicht einmal dran zu fliehen. Ist dir aufgefallen, dass ein Imp unter dir steht? Oh shit. Genius. Alter, wir sollten. Ich will ja ungern nerven. Ach Quatsch, ich liebe es zu nerven. Nee, aber mal ernst. Ja, dann sterbe ich einfach so. Lass mal. Aber oh, warte, alles ja. Ich schluck doch mal einen guten Heiltrank und dann. Oh ja, stimmt, stimmt. Du hast alle, oder? Hui, hui. Nee, hä? Hey, das hält sogar. Na gut, die nun gerade nicht, aber. Mach, der Rest hält. Gut, Alex. Sind wir bereit? Nein! Das war eine rhetorische Frage, die man mit Ja oder mit Gar nicht beantworten soll. Käsekuchen. Das ist auch eine Lösung. Mit diesen okay. Worten beschreiben die Wall of Flesh. Schluck. Schluck. Schluck seinen Trank. Oh, Flermot. Schluck Heiltrank ist nicht gleichbedeutend mit lass dir von einer Fledermaus das Gehirn raussaugen. Warte, die nervt mich, ich kann nicht werfen. Wenn die scheiß Fledermaus drin okay, komm. Steht. Also. Bereit, nicht. Immer ob sie dran drängen. Egal wie es endet. Es endet heute. Und mein Mana ist alle. Eureka! Ey, fucking end. Ja. Holen Sie unsere Soldaten da raus! Ich tue ja mein Bestes. Nein, mit der hat sie mich nicht gehört. Fuck you. Nimm das. Und das. Und das. Und das. Und das. Kümmer. Oh, Mann. Alex. Kümmer du dich um die Augen und den Rest. Ich kümmere mich hier um diese komischen Tentakelwarzen, wie ich sie nennen soll. Und die Ads. Au, au, au. Die fliegen alle durch meine Stachelbälle, das ist gut. Ja, natürlich fliegen alle durch meine Stachelbälle, die hast du auch überall. Das Fleischschwanz. Wie hat sie? Nicht schon wieder! Jeffrey, verdammt nochmal, wir brauchen keinen neuen Guide. Nein, du hast meinen Zauberstab aufgesammelt. Ich habe ihn auch nicht aufgesammelt, der liegt da. Den hast du aufgesammelt, ich habe ihn nicht reinfliegen sehen. Okay. Wall of Flesh. Renn, 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 renn. Wir müssen hier durch. Scheiße. Wodurch? Ich bin so auf dem Quartier. Okay. Wo kann ich den ganzen dreckigen Würmer her? Ich komm von der scheiß Fleischmann. Das sind Special Würmer. Au, ah. Oh mein Gott. Komm, Wall of Flesh. Komm, hier wirklich. Puh. Ich muss mir meine Hälfte nehmen. Nein, nein, guck ich nicht an, guck ich nicht an. Laserbeschuss!
Das ist sowas von physikalisch unmöglich. Nein, ich lebe! Es ist noch nicht vorbei, Schlampe. Aber mit mir ist es gleich vorbei. Fuck! Nein! Ich brauche noch 18 Sekunden. Nein! Oh Gott, lass mich in Ruhe, du Scheißblatt. Lass mich in Ruhe. Ich brauche noch 10 Sekunden. Nein! Nein, hier ist Selbststation, ich sehe nichts mehr. Aua! Nein, Genosse! Du Arsch! Was musst du rennen? Das ist gar nicht. Oh, was denkst du, was ich hier mache? Ah, ich muss rumstehen. Ich stehe überhaupt nicht rum. Fall. Feuerfall. Der hat nur noch 3.000 Leben, das ist ja nicht schön. Nein, du bist gleich tot. Ich weiß, so eine Cooldown hält noch. So. Wenigstens war es nicht Wall of Flash, die mich getötet hat. Okay, Alex, das Einzige, was wir brauchen, ist ein längerer Laufweg. Merk schon. Aber es war ein epischer Kampf. So viel ob sie noch da ist? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich bin schon längst, ich bin schon fast unten. Ich folge dir. Das Skelett rennt voraus. Los, Skelett, Speer. Opfer dein minderwertiges, untotes Leben. Na, selbst wenn sie noch da ist, will ich ein frühestes 4 Minuten eintreffen. Ist sie noch da? Nein. Scheiße. Okay. Wir haben die doch so gut runterbekommen. Der Kampf lief so gut. Kommst du auch wieder hoch? Was? Nein. Alter. Auf ein neues, sage ich hier unten. Ja, auf ein neues. Wir brauchen einen längeren Laufweg, hast du selber gesagt. Ja, eben. Und du holst jetzt Baustoff. Okay, nochmal 500 Block drauf. Mehr habe ich nicht zu bieten. Das muss wohl reichen. Ah ja, und mein Zauberstab hätte ich gerne. Der ist zu dir geflogen. Ich habe gesehen, wie du ihn aufgesammelt hast. Aber da lag vor mir noch ein Zauberstab, als ich weitergegangen bin. Ich habe es genau gesehen. Erik, guck in dein Inventar. Ist keiner. Feuerblüten, Schattenschlüssel. Nein, ich hab keinen neuen Zauberstab. Das war knapp. Was war klar? Nee, es war knapp, habe ich gesagt. Bist du beinahe aufgeschlagen? Ja. Ich guck mal auf den Laufweg, ich hab's auf dem Laufweg liegen sehen. Ha, hier ist er. Siehst du, magische Rakete, auf dem Laufweg. Autsch. Ich hatte recht. Stoppwurm. Ah. Das ist sinnlos. Ich hab meine Flasche gezündet. In der Wolke in der Flasche? Ja. Du hast mich gestorben. Habe ich vielleicht selbst noch Baustoff dabei, den ich verwenden könnte? Ich habe keinen einzigen Block Baumaterial mit. War doch so unten was ab. Ne, ist mir jetzt so anstrengend. Ich bin noch zu ausgelaugt von diesem Gefecht. Ich habe keine Granaten und alles mehr, ey. Ich bin jetzt für den Kampf so ausgelaugt, ich habe kaum noch die Kraft, die Aufnahmestopptaste zu drücken. Aber auch nur fast.